Wenn ich das alles verraten habe, muss ich das Land verlassen. Hallo und herzlich willkommen im schick und bald noch viel schöner Bereich und bald noch viel festlicher Bereich. Und während die ganze Welt irgendwie Glitzer, Fake Lashes, Augen-Make-ups zaubert, oh, das sind wir das kleine gallische Dorf, was Widerstand leistet. Wir kümmern uns heute nämlich um die Lippen. Ich verrate euch heute die besten Tipps zum Lippenschminken, damit die nicht nur phänomenal aussehen, sondern auch den ganzen Partyabend halten. Weil, seien wir mal ehrlich, so eine rote Lippe, die macht schon auch nervös, wenn man jetzt keinen Make-up-Artist seines Vertrauens am Start hat. Sondern dann denkt man sich so, hängt der Lippenstift am Eckzahn? Hängt er am Glas? Hängt er an meiner männlichen Begleitung? Man weiß es nicht. Und deswegen, dass wir gar keine Zweifel mehr haben, sondern einfach wissen so, also ich habe 1000 Fragen zum Leben und zum Sinn des Lebens. Aber eine Frage habe ich nicht. Ich weiß nämlich, dass mein Lippenstift phänomenal hält. Wir legen los. Einmal ganz kurz ein Disclaimer vorab. Das funktioniert mit jeder Farbe. Ihr könnt auch mit einem kecken Nude gehen. Ihr könnt ein Lila, ein Grün, Rot, vollkommen egal. Das hier sind wirkliche Basic-Regeln, wenn es um die Vorbereitung der Lippe geht, um die Art und Weise, wie ihr den Lippenstift auftragt. Absolute, allumgreifende Basic-Regeln. Geeignet für Anfänger und Fortgeschrittene, habe ich noch vergessen zu sagen. Ich empfehle mich. So, kommt mal ein bisschen näher. Wir besprechen mal kurz das Thema Lip Scrub. Wird ja immer ganz, ganz groß gehypt. Ich gebe euch jetzt mal einen Tipp. Der ist so ein bisschen, den muss ich euch unter der Ladentheke durchschieben. Das ist nichts Offizielles, aber ich kann ja jederzeit, also das Fluchtfahrzeug steht schon mit laufendem Motor vor der Tür. Deswegen kann ich euch das jetzt noch kurz mitgeben. Ich würde keinen Lip Scrub nehmen. Ich sage euch auch warum. Die Lippen, die so spröde sind, die kämpfen meistens gegen die falsche Form von Pflege an. Es ist in den seltensten Fällen so, dass eine gesunde, gut versorgte Lippe so wahnsinnig trocken wird und dann da wirklich irgendwelche Fetzen von der Lippe hängen. Und ich glaube, wir hatten das alle schon mal, dass wir uns wirklich dachten so, Mist, irgendwie, ich kann hier die ganze Zeit dran rumkauen. Also erstmal Regel Nummer 1, bloß nicht drüber schlecken, das macht es nur schlimmer. Das fühlt sich zwar kurzfristig gut an, aber es geht jetzt darum, dass sich diese Schuppen, die sich da gebildet haben oder diese Hautfetzen, sage ich jetzt einfach mal, dass die sich von euren Lippen lösen, ohne dass sie abgerissen werden. Und vor allen Dingen, dass dann im Nachgang die Lippe auch wirklich versorgt und gepflegt wird und nicht der gleiche Pflegefehler over and over again gemacht wird, weil dann kommt ihr aus dieser Teufelsspirale nicht raus. Und jetzt möchte ich euch nämlich sagen, jetzt muss ich ein bisschen leiser sprechen, Glykolsäure ist tatsächlich, hat mir eine Kosmetologin empfohlen und ich dachte mir so, ach, wird's aber hier ganz schön vogelwild. Es hilft aber, die gibt's in Peeling Pads, die könnt ihr als Serum verwenden. Tragt die bitte vorsichtig beim ersten Mal, ganz, ganz vorsichtig auf eure Lippen auf. Wenn es ein Produkt zum Drauflassen ist, gebt dann, da kommen wir im nächsten Schritt dazu, eine Augenpflege, eine ganz, ganz leichte Feuchtigkeitspflege drüber und dann im dritten Schritt ein Fett, das ist versiegelt. Es ist wichtig, dass ihr eure Lippen schützt und versiegelt, aber nicht ausschließlich. Weil diese ganzen Lippenpflegestifte, die haben meistens gar keine Pflege, sondern sind einfach nur Fettstifte, die sich auf eure Lippen drauflegen. Und diese Überschuppung ist meistens eine Reaktion von der Lippe, sich davor zu schützen und dann eben so ein bisschen outzurasteln, wie der Profi sagt. Deswegen nehmt ein Peeling Pad zum Beispiel. Also ich kann die wirklich sehr empfehlen. Die peelen euch die oberste Hautschicht ab und wenn ihr das abends drauf macht und dann mit der Pflege fortfahrt, wie wir es eben besprochen haben, dann kann euch auch nichts passieren. Ich habe nämlich zurzeit auch relativ trockene Lippen. Bitte nehmt natürlich keine Fruchtsäure, kein chemisches Peeling, was austrocknet. Ich würde jetzt nichts mit Salicylsäure zum Beispiel nehmen, das ist eine ganz schlechte Idee. Aber Glykolsäure, das wissen die meisten nicht, wirkt sehr stark durchfeuchtend, abpeelend, hautabtragend, entneuern. Also es ist wirklich so ein Geheimtipp, den ich jetzt schon seit einigen Jahren praktiziere. Und ich kann euch den nur empfehlen. Wie gesagt, nur unter der Ladentheke, weil es natürlich immer heißt, so ja, bei der dünnen Haut, vorsichtig. Deswegen sage ich auch nochmal hier, wie Mutti sagt, vorsichtig, liebe Kinder. Also jetzt nicht gib ihm und mach das irgendwie jeden Tag, sondern schaut einfach mal, wie eure Lippen darauf reagieren. Aber es kann sehr gut sein, dass ihr in 2 Wochen denkt, so, das war ein wirklich guter Tipp, der hat mir sehr weitergeholfen. Also versucht das mal. Jetzt habe ich es ja gerade schon gesagt, es ist eine
Also das habe ich nicht eben schon gesagt, aber als nächstes kommt jetzt Augenpflege. Weil wenn es um Lippenpflege geht, kann ich mich nicht für diese Lippenpflegestifte aussprechen. Ich bin einfach überhaupt kein Fangirl. Ich nehme seit jeher Augenpflege, die nehme ich lustigerweise nicht um die Augen, sondern ich nehme die auf den Lippen, weil die für die ganz zarte Haut um die Augen konzipiert ist. Das heißt, die ist perfekt für eure Lippenhaut. Es ist am Anfang ein bisschen befremdlich, das gebe ich offen und ehrlich zu. Und ich würde euch auch empfehlen, dass ihr eine ganz leichte Augenpflege nehmt, weil ich weiß, das wurde früher sehr oft geschrieben, so ja, und dann ganz dick Lippenpflege und dann den Lippenstift drüber. Das bringt überhaupt nichts. Der Lippenstift hält euch nicht, wenn ihr Lippenpflege drunter gebt. Eigentlich hält Lippenstift am allerbesten auf komplett entfetteten Lippen. Das heißt, nehmt eine Augenpflege, die sich wirklich gut mit euren Lippen verbindet, die ganz, ganz leicht ist und die einzieht. Weil alles andere liegt euch nur auf der Lippe rum und bringt euch gar nichts. Und dann könnt ihr die auch so über die Lippe hinaus auftragen. Das ist ja auch oft nicht so ganz einfach mit dem Lippenpflegestift, sonst seht ihr aus, als hättet ihr Alio Olio gegessen. Und hier könnt ihr es einfach großzügig um die Lippe auftragen, was total toll ist, weil keine Fettschicht um die Lippe. Ha! Und wenn ihr dann eine tolle Augenpflege erwischt, dann werdet ihr sehen, wie eure Lippen tatsächlich auch ein bisschen voller wirken, weil sie besser gepflegt sind und dann einfach aufgeplusterter aussehen. Weil die meisten Augencremes ja auch so konzipiert sind, dass sie eben die Haut ein bisschen praller und voller erscheinen lassen. Und genau das Gleiche passiert dann eben auch mit euren Lippen. Ein weiterer Tipp, da habe ich jetzt leider gerade kein Produkt da, aber es ist ein absoluter Geheim- und Super-Tipp. Und zwar, wenn ihr eingerissene Mundwinkel habt, wenn ihr ganz schlimme Verletzungen oder blutende Lippen habt oder ähnliches, schnappt euch Manuka-Honig. Und zwar nicht irgendwie einen, den es im Angebot gibt, sondern wirklich einen hochwertigen Manuka-Honig und gebt den euch ganz, ganz, ganz dick auf die Lippen. Ich persönlich würde es auf jeden Fall einfach tagsüber machen, vielleicht sitzt ihr am Rechner, könnt es euch gerade leisten, so dick Honig auf den Lippen zu haben. Und dann setzt ihr euch einfach dahin und lasst es einwirken wie eine Maske. Es ist so krass, wie heilend Manuka-Honig wirkt durch verschiedene Bestandteile dieses Honigs und eben auch ab einer gewissen Güteklasse ist das Wahnsinn, wie viel heilsame Kraft in so einem Manuka-Honig steckt. Ich bin mir sicher, die eine oder andere von euch hat das auch schon mal gehört, aber ich kann es noch mal ins Gedächtnis rufen, wie heilsam eben dieser Honig und die Kraft des Honigs ist. Das Problem an Lippenpflege, und das ist dann der nächste Punkt, ist, dass sie eben in den meisten Fällen auf der Lippe aufliegt und dann auch gerade bei so Liquid Lipstick, der sich ja mit der Lippe verbinden soll, kontraindikativ ist. Das heißt, wir haben hier so ein ganz kleines bisschen das Problem, dass der Liquid Lipstick zumindest gefühlt die Lippen austrocknet, wir also noch mehr das Bedürfnis haben nach Lippenpflege, aber die eigentliche Lippenpflege uns einfach nicht weiterbringt. Deswegen ist es an dieser Stelle so wichtig, dass die Lippen im Vorfeld versorgt werden und nicht direkt bevor wir den Lippenstift auftragen, sondern am besten in der Nacht davor. Und da könnt ihr euch folgendes Schichttörtchen basteln. Wenn ihr jetzt sagt, so, ah, das mit der Augenpflege, das ist mir irgendwie zu kompliziert, und dann macht doch am Abend vorher folgende Lippenmaske. Ihr reinigt euer Gesicht, ihr cremt euer Gesicht ganz normal ein und dann gebt ihr eine extra Portion Feuchtigkeitsserum auf eure Lippen und guckt, dass das wirklich gut einzieht und gebt dann nochmal eine Fettcreme, zum Beispiel eine Vaseline, eine Shea Butter oder was auch immer ihr wirklich an einer puren Fettcreme oder Salbe habt, gebt ihr nochmal darüber und zwar richtig dick und geht in die Haie. Und dann werdet ihr sehen, wie gut versorgt eure Lippen am Morgen sind. Dann habt ihr nicht mehr das Gefühl, dass wenn ihr das dann abtragt, dass eure Lippen noch was brauchen, bevor ihr den Lippenstift draufgebt. Und da kann ich euch nur empfehlen, dass ihr die Fettrückstände auf jeden Fall nochmal mit einem Micellenwasser abtragt oder zumindest wirklich gründlich abwascht, dass kein Fett mehr auf eurer Lippe ist. Aber diese Lippenmaske über Nacht einwirken zu lassen, macht einen ganz großen Unterschied, gerade in Bezug auf Liquid Lipstick und das Gefühl, was sich dann innerhalb von den ersten 3-4 Stunden da oft ergibt, dass man so das Gefühl hat, so, oh, wenn ich jetzt lache, dann macht's klirr und es liegen irgendwie Lippenstiftscherben vor mir auf dem Schreibtisch. Das wollen wir ja nicht. Jetzt kommt der Lippenstift als solches, da gibt es ja unterschiedlichste Arten. Es gibt irgendwie Lip Balm, es gibt Liquid Lipstick, es gibt Long Lasting Lipstick, es gibt matten Lippenstift, cremigen Lippenstift. Generell gilt die Regel, je matter ein Lippenstift ist, umso trockener ist er von der Textur, weil einfach
praktisch mehr Pigmente drin sind, mehr Puderpartikel. Da ist einfach eine andere Textur, als wenn ich jetzt so einen klassisch schönen cremigen Lippenstift auf meine Lippen auftrage. Das heißt, beim Liquid Lipstick, beim Long Lasting Lipstick oder auch beim matten Lipstick oder Lippenstift, kann man ja auch sagen, wir sind ja unter uns, ist es so, dass ich natürlich eine gewisse Haltbarkeit mit dem Lippenstift direkt mitgeliefert bekomme. Wenn die mir jetzt aber nicht reicht, weil ich sage so, also der hält nur 18 Stunden, ich möchte aber 48. Nee, Quatsch, Spaß beiseite. Also je länger ich möchte, dass mein Lippenstift hält, umso mehr muss ich natürlich in die Trickkiste greifen. Wie mache ich das jetzt? Wenn ich in die Trickkiste greife, dann liegt da der Eyeshadow Primer drin. Das ist tatsächlich der größte und beste Freund in diesem Zusammenhang. Den geben wir einmal auf unsere Lippen. Das reicht auch wirklich komplett dünn. Das muss nicht dick aufgetragen werden. Wir gehen den einmal auch schön über den Rand hinüber. Dann verhindert er nämlich auch, dass irgendwas ausläuft oder irgendwie der Lip Liner nicht richtig hält. Also das ist ein super, super Trick, um Lippenstift richtig haltbar zu machen. Selbst wenn er ursprünglich gar nicht als haltbar angedacht war. Weil wir hier jetzt eine Primer-Schicht auf unserer Lippe haben und die Pigmente vom Lippenstift sich super, super gut damit verbinden werden. Beim Liquid Lipstick gibt es eine goldene Regel und ich sehe sie selbst, also ich sehe diesen Fehler selbst bei Menschen, die selbst einen Liquid Lipstick rausgebracht haben, die sich jahrelang an einen Tisch mit Produktentwicklern gesetzt haben und wirklich was von der Materie verstehen sollten, aber auch die machen das, dass sie ihren Liquid Lipstick auftragen. Wir müssen nicht darüber reden, dass es nicht meine Farbe ist. Ich mache euch das jetzt nur einmal vor. Alter, das ist echt immer schwierig mit dem Reden. Da wird der Lipstick hier aufgetragen und dann wird der hier gemacht. Ja, macht total Sinn, weil dann verteilen sich ja die Pigmente auf der Ober- und der Unterlippe. So, und fertig. Habe ich viel weniger Arbeit. Das Ding ist nur, dass der Liquid Lipstick sich dann nicht wirklich gut mit eurer Lippenhaut verbindet, weil ihr es ganz schnell hin und her geschoben habt, weil die Pigmente dann irgendwo ein bisschen auf der Unterlippe und ein bisschen auf der Oberlippe. Und prinzipiell trocknet der schon jetzt auch an, aber er geht euch später fleckig und ungleichmäßig ab. Und deswegen ist es so wichtig, dass ihr den oben und unten in einer dünnen Schicht auftragt und einfach trocknen lasst. Das heißt, nehmen wir an, ich hätte das jetzt oben und unten strebermäßig und nach Vorschrift nach dem Make-up-Paradebuch aufgetragen. Dann bleibe ich einfach kurz so, hat dann noch die Klappe, weil dann rede ich ja gar nicht mit euch, dann bin ich ja alleine im Badezimmer. Lass es einfach antrocknen. Das dauert ein halbes Minütchen. Und Schicht im Schacht. Und dann könnt ihr euch auch sicher sein, dass nicht irgendwie am Ende nur noch der Rand da ist oder nur noch in der Mitte oder nur noch an der Seite. Weil ihr wisst, ihr habt wirklich die Schicht aufgetragen. Ansonsten habt ihr da einen Rohrschachttest auf den Lippen. Und im ersten Moment sieht das tutti aus, gebe ich euch total recht. Aber mit der Zeit geht er dann halt einfach ungleichmäßig ab. Und das ist ja das, was wir eigentlich überhaupt nicht wollen. Und deswegen habt die 30 Sekunden Zeit, habt die 30 Sekunden Geduld. Dann klappt es auch mit dem Liquid Lipstick. Der nächste Tipp geht so ein bisschen um die Farbkombination zwischen Lip Liner und Lippenstift. Und da ist es ja so ein bisschen gelernt, dass wir den Lippenstift und den Lip Liner in derselben Farbe wählen. Das heißt, wenn ich jetzt einen knalligen Rotton auftrage, dann werde ich auch einen knalligen Rotton als Lip Liner verwenden. Oder? Nicht, wenn ihr so ein bisschen unsicher seid, was eure Kontur angeht. Weil natürlich kann ich jetzt mit dem roten Lip Liner auch meine Outline da zeichnen und dann mit dem Lippenstift auffüllen. Klar, aber ich schaffe dann eine ganz präzise, harte, rote Grenze. Und das ist so ein bisschen die Königsklasse. Ich zum Beispiel bin ein kleiner Schiefmaulfrosch. Bin ich schon immer gewesen. Das sah irgendwie als Baby süß aus, als Teenager ein bisschen Rock'n'Roll. Und je älter ich werde, umso mehr sagen die Leute dann so, und dann sage ich so, nee, das war schon immer so, das passt schon. Das kam sozusagen mit der Ursprungslieferung mit. Und jetzt verrate ich euch einen Make-up-Artisten-Trick, wie ihr das kaschieren könnt, ohne dass ihr jetzt groß irgendwas ausgleichen müsst. Und zwar wählt ihr nämlich gar nicht zu einer Knallfarbe einen knalligen Lipliner, sondern ihr wählt immer so einen total neutralen Rosé, Rosenholz, so ein Ton, wo ihr sagen würdet, so, was ist das jetzt für eine Farbe? Wenn ihr euch fragt, ist das jetzt bräunlich, rosé? Wenn das so von allem ein bisschen ist, dann seid ihr genau da. Und damit malt ihr die Kontur. Das ist eigentlich so ein
Lippenrotton? Ich muss mal mit dem Bauchredner reden, dass ich dann einen Kurs nehmen kann. Was da auf jeden Fall passiert, ist, dass ihr eine Outline in eurem Farbton schafft, der nicht so wirklich knallig ist und damit halt Patzer total gut kaschiert. Ihr könnt das auch, wenn ihr jetzt sagt, so, oh, ich will mir jetzt aber nicht extra einen Lip Liner kaufen in so einem nicht vorhandenen Rotton, den will ich ja überhaupt nicht, könnt ihr auch einen Bronzer nehmen. Und dann geht ihr im nächsten Schritt mit eurer Knallfarbe da drauf. Also könnt ihr natürlich sagen, ja, aber jetzt habe ich ja das gleiche Problem wieder. Habt ihr nicht, weil im nächsten Schritt erkläre ich euch, warum nicht. Jetzt geht ihr nämlich nochmal mit dem anderen Lip Liner drüber und dadurch entsteht dann so ein softer Übergang und dann ist alles gut. Und ja, es mag die Virtuosen unter euch geben, die das nicht brauchen, weil sie sich bei Wellengang auf einer Luxusjacht mit verbundenen Augen in der finsteren Nacht die Lippen irgendwie perfekt malen können. Das ist genauso wie Eyeliner, das ist einfach eine Übungssache. Aber ich gehöre nicht dazu. Ich bin chronisch in Eile. So. Tada! Und schon ist es halt, der Rand, seht ihr ja selber, ist so ein bisschen blurry, so ein bisschen verwischt jetzt. Das heißt, die Kontur ist nicht exakt und man sieht keine Patzer. Ich habe natürlich Patzer fabriziert, eh klar. Man sieht sie nicht. Apropos Patzer. Solltet ihr mal einen Patzer fabriziert haben, grämt euch nicht. Es gibt hier diese mehrfach oder wiederverwendbaren Lidschattenapplikatoren, die ihr dann auch immer wieder reinigen könnt. Und so, und dann geht ihr einfach mit diesem Applikator, die sind so abgeschrägt, die sind von Ebelin, gibt es bei DM, geht ihr in euer Micellenwasser und könnt hier super direkt am Rand alles korrigieren, worauf ihr keinen Bock habt. Das ist so super, das radiert euch im Prinzip alles einfach weg. Schaut, also wirklich so einfach mit diesem, der hat ja diese harte Kante, könnt ihr einfach da so entlang gehen. Ich habe jetzt hier leider keinen Spiegel, um das machen zu können. Aber vielleicht seht ihr es hier so seitlich. Es gibt eine ganz exakte Kante, ist auch super für Eyeliner oder sowas, aber ist eben auch ein Lifesaver, wenn es um Lippen geht. Für den Fall, dass euer Lieblingslippenstiftton blöderweise in einer cremigen Textur kommt und ihr sagt so, das ärgert mich so, ist die perfekte Farbe für mich, aber der hält halt immer nur eine Stunde, dann könnt ihr das ganz, ganz, ganz einfach ändern, indem ihr euch einen Fixierpuder schnappt. Bitte, bitte kein Settingpuder oder kein Kompaktpuder. Puder ist nicht gleich Puder, aber ihr schnappt euch einen Fixing Powder, der ist weiß in der Verpackung und wird durchsichtig auf der Haut, den seht ihr später nicht mehr. Und ihr tragt den einfach dann auf euren Lippen auf. Es kann sein, dass der im ersten Moment ein ganz kleines bisschen die Lippen, den Farbton heller macht. Das verfliegt innerhalb von wenigen Minuten. Da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Könnt ihr auch dann wieder aufeinander gehen, weil ihr habt ja drunter ein Cremeprodukt. Das heißt, da müsst ihr euch keine Sorgen machen, dass ihr das dann irgendwie wieder, das ist nichts, was antrocknet, sondern das ist das, wo sich jetzt Schichten verbinden müssen. Und diese Schichten haben sich jetzt verbunden und dann könnt ihr euch sicher sein. Ich weiß nicht, kann ich mal ganz kurz so einen Zebrawisch und weg haben? Seht ihr? Da geht nichts mehr ab. Tada! Leute, eure Lippen sitzen jetzt. Ihr könnt jetzt irgendwie den Gänsebraten essen. Ihr könnt eine Flasche Olivenöl trinken. Ihr könnt irgendwie heftig rumknutschen an Silvester. Lasst es krachen. Ihr habt die Lippen eures Lebens. Ihr habt alle Tipps und Tricks, die es gibt, die ihr braucht. Falls euch noch zwei, drei andere einfallen, wo ihr sagt, so mache ich das und das hilft bei mir immer super, dann teilt das bitte in den Kommentaren. Ansonsten danke ich euch für eure Zeit. Ihr seht phänomenal aus.
Und ich danke euch für eure Unterstützung. Ich freue mich natürlich über jeden Daumen hoch. Ich freue mich, wenn ihr den Kanal abonniert oder das Glöckchen aktiviert. Ansonsten, wenn ihr mich vermisst, dann findet ihr mich bei Instagram und TikTok. Und ich freue mich schon auf nächste Woche, wenn es wieder heißt: Hallo und herzlich willkommen im Schick und bald noch viel schöner Bereich. Macht's gut, bis dann, tschüss. Hier sind doch schon wieder die besten Tipps und Tricks. Einmal durchschütteln und dann raus damit.